Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier von unserem YouTube-Kanal. Und zwar stelle ich euch heute mal den Akkurasentrimmer GECT 18 LI Solo aus dem Hause Einhell vor. Viel Spaß! Ja, worüber handelt es sich hier bei diesem Einhell Akkurasentrimmer? Im Endeffekt ist das ein Akkurasentrimmer, der sich im Einhell Power Exchange System zu Hause fühlt. Das heißt, ihr habt von der Firma Einhell ein Akkusystem, was eben für ganz, ganz viele Akkugeräte eben funktioniert. Und nachdem ich mir hier schon die halbe Werkstatt und den halben Haushalt mit Einhell-Geräten ausgestattet habe und natürlich dementsprechend auch einiges hier an Akkus habe, also das sind jetzt nur zwei von, ich glaube, mittlerweile 6 Akkus, habe ich mir gedacht, um den Rasen jetzt auch für den Sommer ein bisschen trimmen zu können, beziehungsweise die Ränder schneiden zu können, schaffe ich mir doch mal diesen Akku-Rasentrimmer an. Den Rasentrimmer gibt es bei Amazon für um die 50 Euro. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Dieser Rasentrimmer hat, wie man auch am Karton schon erkennen kann, eine sehr kompakte Bauform und hat natürlich auch ein paar Spezifikationen bzw. hier Attribute. Ihr seht hier schon, ihr könnt den Rasentrimmer einmal ganz normal nehmen, um eben ja, Rasenkanten zu schneiden. Ihr könnt aber auch den Rasentrimmer eben wenden, um hier so auch Rasenkanten im Endeffekt nur halt eben hochkant zu schneiden. Das Ganze ist teleskopisch verstellbar. Ihr habt hier nochmal zusätzliche Griffe. Der Rasentrimmer hat hier so einen Flowerbar, das heißt, ihr habt einmal so einen Metallbügel vorne, der Blumen eben davor schützt, abgeschnitten zu werden. Und ihr könnt natürlich eure Akkus von einer verwenden, die sind aber jetzt in dem Set für um die 50 Euro nicht dabei. Hier seht ihr nochmal so ein Anwendungsbeispiel, wie es aussehen könnte, wenn ihr mit dem Rasentrimmer arbeitet. Und hier unten seht ihr nochmal die vielen Einhell-Akkugeräte, die es eben gibt. Ich würde sagen, wir packen den Rasentrimmer jetzt mal aus und schauen ihn uns einfach mal an. Und machen natürlich dann auch noch einen kleinen Test, wie der funktioniert. So, wir haben hier zuallererst einmal hier diesen Schnittschutz, dieses Schnittschutzblech. Ihr habt hier eine Lautstärke von ungefähr 94 Dezibel, damit man sich auch mal vorstellen kann, wie laut der Rasentrimmer eben ist. Hier habt ihr diesen Flower Guard, den könnt ihr ein- und ausschieben. Das heißt, ihr habt hier genau den Abstand, wo eben dazu gebraucht wird, damit man hier keine Blumen abschneidet. Dann habt ihr jede Menge Papier, also Gebrauchsanweisungen in allen möglichen Sprachen, auch in Deutsch natürlich. Und ich denke mal, die wird man aber ziemlich sicher jetzt bei diesem kleinen Gerät nicht unbedingt brauchen. Und dann habt ihr zu guter Letzt hier schon den Rasentrimmer, hier einmal die Unterseite und hier einmal einen schönen verstellbaren Griff. Den könnt ihr sowohl nach hinten, nach vorne, rechts und links verstellen. Und könnt diesen auch hier mit so einem Bügel dann feststellen, damit er quasi in der jeweiligen Position hält, wie ihr das haben möchtet. Dann habt ihr hier jede Menge von diesen Kunststoffersatzmessern. Das sind hier wirklich so Kunststoffmesser. Ihr habt hier jetzt nicht klassisch, wie man es von den meisten Rasentrimmern kennt, eben so einen Draht, sondern das Ganze funktioniert hier ja, mit diesen kleinen Messerchen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Finde ich interessant. So, dann habt ihr hier die Möglichkeit, per Knopfdruck den Winkel zu verstellen, den nach oben und nach unten, und wenn ihr den Knopf loslasst, ist das Ganze wieder eingerastet. Dann habt ihr hier eben eine Teleskopverstellmöglichkeit, die ihr mit dieser Schraube hier dann feststellen könnt, also je nach Größe oder nach Einsatzort könnt ihr den Rasentrimmer größer oder kleiner stellen. Und dann habt ihr hier noch die andere Seite, hier einmal so ein Einhell Mini-Prospekt. Hier unten habt ihr die Aufnahme für den Akku. Der wird dann einfach klassisch hier eingeschoben und ist dann am Gerät dran. Umso kleiner, umso leichter das Gerät, umso größer der Akku, umso 4 Ampere-Stunden Akku ist natürlich relativ groß. Umso schwerer wird es, aber umso länger könnt ihr natürlich auch arbeiten. Und dann habt ihr hier oben noch einmal so einen Sicherungsknopf, damit ihr nicht aus Versehen das Gerät startet, obwohl ihr es vielleicht gar nicht starten wollt. Das heißt, ihr müsst diesen Knopf halten und könnt dann hier einfach drücken. Mehr Funktionen hat der Rasentrimmer jetzt nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in den Praxistest. So,
sagen, das funktioniert einwandfrei. Das Kunststoffteil hat jetzt nicht so wirklich gelitten, ist ein bisschen verbogen, aber ansonsten hat das Teil echt gut Power. Ja, und wenn euch dieses kleine Video zum Einhellen Rasentrümmer hier gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut unten in der Videobeschreibung mal vorbei, da ist das Teil eben verlinkt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und servus. Thank you.